Und genau jetzt, da schreien sie schon und dann unter der Brücke durch, zack. Zack, zack. Was hatten die Bauern für Werte? Niedrige Übelkeitsrate, okay. Oh, was hat das Sigis Schlauchboot wieder irgendeinen Defekt hier? Oh. Das ist ja echt zum Kotzen. Vielleicht soll ich da einen größeren Abstand wählen. Dass die wirklich erst losfahren, hier unten, wenn der schon auf der Rampe war oder ist. Wir gucken uns das einfach mal kurz an hier. Achso, jetzt regnet es erstmal. Och nee, dann fahren die ja wieder nicht mit. Ach ja, genau, ich habe gerade nur noch das letzte Video von Pleasure Island angeguckt. Das nächste Video ist dann das, was ihr euch aussucht. Gut zu wissen. Es könnte aber jetzt gerne mal aufhören mit Regnen, damit wir dort mal den Abstand mal ein bisschen sinnvoll. Ach, jetzt, gut. Kurz mal schnell was trinken. Mai, Juni, Juli, August, dann schon mal gucken. Vielleicht dann nehme ich das auch zu Ende auf einfach. Ohne Schiffsschaukel. Dann kommt jetzt das ganze Geld hier. Wir hatten noch gerade mal erst irgendwie 500 übrig gehabt. Achso, weil die wieder alle Regenschirme gekauft haben. So, der Abstand 5 Sekunden. Ja, na gut, machen wir mal. Genau, das sollte eigentlich passen. Hoffe ich wenigstens. So, ich wieder Kotze rum hier. Ach, Leute. So, die Schiffsschaukel. Die können wir eigentlich hier so schön in der Mitte gleich reinstellen. Als verbindendes Element zwischen der Wasserrutsche, der Bootsrutsche und der Flussfahrt. Und wir trollen da mal Tippsuche und vertauschen einen Ausgang. Ja, so, das ist nix so. Es könnte öfters mal regnen, wenn ich so sehe, was das für Geld bringt. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. So, wir speichern nochmal ab. Immer regelmäßig speichern. Hier sitzen auch schon Leute auf der Bank und wollen zugucken, wenn die Leute hier runterfahren. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Wir machen mal hier aus dieser Insel. Das planiere ich mal hier. Ich will es. Das sehen die Leute vielleicht nicht so gern. Wenn man hier Landschaft planiert. Aber ich mache hier mal so eine Blumeninsel draus. Mit so verschiedenen. Hatten wir die schon? Ja, die blauen haben wir, glaube ich, noch nicht. Mit so verschiedenen Designs. Ich könnte noch so eine Dingsurne hinstellen, aber ich weiß nicht, habe ich die schon? Ich glaube, das ist ein Extra-Element, wobei ich mich eigentlich frage, welchen Sinn das macht, dass diese Sonnenuhr ein Extra-Element ist. Wer weiß, was ich dem Programmierer dabei gedacht habe. Komm, Brunnen brauchen wir. Ist Pflicht in einem Park.
So. Und dann der Hintergrund. Im Hintergrund wird es ein bisschen von kleineren Bäumen flankiert. Zum Beispiel der hier. Ich sehe schon, ich hätte lieber Landschaftsgärtner werden sollen. Na komm, wir setzen das mal hinter die Fressbuden fort hier. So. So, es ist so eine kleine Ecke mittendrin, wo es ein paar schöne Blumen gibt zum Angucken. Genau. Und damit das nicht vertrocknet, nehmen wir uns einfach mal hier einen her. Komm, ist sogar schon einer. Mensch, ist ja ein Zufall. Der übernimmt das gleich mal hier. Die Beobachtung von dem Ganzen. Er müsste eigentlich auch Rasen mähen, aber dafür ist halt hier irgendwie sein Kollege zuständig. So, ist das jetzt, zurückgegangen mit dem hier? Ich habe Hunger. Das reicht noch nicht für 1600 hier. Da muss noch ein bisschen weitergehen. Ich bin nicht hungrig, sagen sie jetzt. Okay, ich möchte was trinken. Ja, da haben sie ja mittlerweile was. Park ist mir zu überfüllt. Okay. Und abwärts. Zack. Und hoch, zack, und runter. Oh, ein Traum ist das doch. Ein Traum, die Bahn. Ich überlege gerade, ob ich dann gleich hier hinten den Abschnitt auch noch aufmache, weil es ist ja eh nicht mehr. Ach komm, wir machen das auch noch auf. Die Argumentation, dass die Leute sich hier verlaufen, die ist ja jetzt nicht mehr haltbar, weil ja eh schon fast alles geöffnet ist. Wie mache ich denn das jetzt hier mit der Wildwasserbahn eigentlich drüber? Das Stück noch planieren. Ne, warte mal, ich muss noch eins weiter vorne planieren. Und dann einfach so. So. Jetzt sind alle Wege offen und jetzt will ich auch keine Beschwerden mehr hören, von wegen hier wäre irgendwas zu überfüllt. Bänke hier ergänzen. Hier stehen zwar schon ein bisschen was, aber... Jo, Carla Cox hat ja was kommentiert. Viele Grüße an dich. So. So, okay, gut. Verbesserung von Attraktionen, oder bin ich mal gespannt, vielleicht kommt die, das Wechselding für die Dingsbahn hier, für die Wildwasserbahn. Jetzt erstmal, ob ich hier nochmal irgendwie eine vierte Fressecke hinstelle. Ja, wir gucken erstmal, wie sich das hier ergibt hier mit dem Weg. So, wir hatten jetzt eine. Was war das jetzt? Hängende Achterbahn, Flussfahrt. Stahlachterbahnrasen Nummer 8, die ist das gewesen. Okay, naja, die können wir eigentlich auch nochmal bauen. Und es sieht gleich wieder nach Regen aus. Drehteil zum Wenden für Baumschirmrutschen. Ist natürlich der Fall klar, dass wir das auch so bauen werden. Und ich baue jetzt hier oben... eine wilde Maus drauf. Wir haben gleich die Besucher geschafft, unsere 1600. Und zwar noch eine Achtung. Komm jetzt. Jetzt regnet es aber erstmal.
Also ich kann einfach so machen. Ich glaube, die hier hochkommen. Ja, das müsste eigentlich passen. So, das ist die Flussfahrt im Weg. So, dann könnt ihr jetzt gleichzeitig auch noch die Achterbahn angucken. Von dem Sitzen aus. Weißt du nicht, ob das so gut ist? Ob die das gut finden, wenn die da plötzlich jetzt den Blick noch eine Achterbahn im Weg haben. Aber damit müssen sie jetzt einfach mal leben. Schikane hin. Oh, es robbt so viel den Zaun weg. Es ist ein Traum. Chris, was hast du damit ausgedacht, dass das so ist, wie es ist? Testfahrt machen, ob so funktioniert hier die Bahn, wie ich mir das jetzt hier gedacht habe. Vielleicht funktioniert die auch gar nicht. Wäre auch möglich. Oh, das staucht aber schon dort unten. Und mit 40 durch diese Kurven, oh, das ist natürlich schon extrem.